Hallihallo und willkommen zur 11. Folge und der Samstags-Edition, ja jetzt quasi unseres Karrieremodus mit Plymouth Argyle. Und ja, deswegen heute auch mal ein bisschen länger. Ich dachte mir Samstag, ja, da hat man vielleicht ein bisschen länger Zeit, sich mal so ein längeres Video anzugucken. Außerdem wollen ja meistens, dass Karrieremodus immer ein bisschen länger ist, als er schon normalerweise ist. Und ja, von daher dachte ich mir, machen wir das heute mal, ne, 15 Minuten. Knapp, und wir starten das Ganze heute mit einer Partie im FA Cup gegen, keine Ahnung, wir werden es am Ende sehen, aber unser Gegner hatte auf jeden Fall den besseren Start, denn nach 4 Minuten ist der zum ersten Mal durch und es steht 1-0 und ich war etwas perplex, muss ich zugeben, denn, ja, ich glaube es ist Carlisle United, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich wusste nicht so recht, was jetzt los war. Ich meine, erster Angriff, unser Gegner macht ein Tor und wir wollten im FA Cup ja eigentlich erfolgreich sein und dann sollte sowas eigentlich nicht passieren, wie es jetzt gerade war. Von daher, ja, 1-0 für unseren Gegner, aber wir wollten dann direkt zurückschlagen, direkt die erste Chance haben wir aber nicht gemacht. Keeper war da, zweite Chance, Ruben Reed, der, ja, wie ihr wisst, immer noch nicht getroffen hat. Also da wird es langsam wirklich mal Zeit, dass der werte Herr Reed hier ein Torchen macht, um seinen Bann zu brechen. Stattdessen ist es Matt LeCoint, der mit diesem Treffer hier uns wieder auf die Spur bringt und zum 1:1 trifft. Bei strömendem Regen sind trotzdem die Fans alle gekommen, um bei diesem Heimspiel ihre Mannschaft anzufeuern. Ist ja sowieso mal irgendwie lustig zu sehen, wenn, ja, wenn es kein ausverkauftes Stadion gäbe, wenn quasi nur so ein paar da sind. Wenn es ein Spieltag der Woche ist oder so, das wäre auf jeden Fall auch mal was, was FIFA einführen könnte, was wäre mal lustig dann, ob man einen Unterschied in der Stimmung hört bei den Fans und so, das wäre auf jeden Fall mal ganz interessant. Stattdessen aber wieder unser Gegner und da fehlt nicht viel, plus vielleicht Elfmeter, beides nicht der Fall, also es fehlte schon nicht viel, aber kein Elfmeter und deswegen keine Gefahr, Ecke kommt rein und auch der Kopfball geht letztlich ein gutes Stück vorbei. Und so bleibt es heute beim 1:1. Dann allerdings Alessandra und jetzt aufgepasst, ganz genau hingeschaut, denn es ist soweit. Ruben Reed, unser Sturm-Superstar, trifft nach ungefähr, weiß ich nicht, 10 torlosen Partien gefühlt. Wahrscheinlich nicht ganz so viele, weil ich ihn ja nicht jedes Spiel spielen lassen habe. Aber ich behaupte mal, die letzten 3, 4 Episoden nicht getroffen. Und von daher, ja, ist das jetzt hier schon mal wieder eine Genugtuung, dass Ruben Reed sein erstes Tor im FA Cup macht. Und hoffentlich hat er damit jetzt seinen Fluch erstmal wieder gebrochen und kann jetzt wieder anfangen zu treffen. Wäre natürlich etwas, was wir uns alle wahrscheinlich wünschen. Nächste Chance, Reed direkt wieder, aber da kommt er nicht ganz dran. Der Pass war etwas zu steil. Die Chance bleibt aber weiterhin vorhanden danach, denn die kriegen den Ball direkt wieder und da ist wieder Ruben Reed. Doppelpass vielleicht mit LeCoint. Nein, LeCoint macht selbst und findet Reed dann doch und da ist Ruben Reed und da ist direkt mal der Doppelpack. Ich hab's angekündigt, macht er sein erstes Tor, dann ist die Chance gut, dass hoffentlich sein Fluch gebrochen ist und Reed mit dem Doppelpack hätte auch hier gut und gern fallen können, hätte es 11 Meter gegeben. Aber so ist das natürlich schon deutlich besser. Das Tor nach, ja, 77 Minuten. Und so gewinnen wir am Ende 3:1, Doppelpack von Ruben Reed. Plus wir stehen in der nächsten Runde des FA Cups. Und damit würde ich sagen, ein perfekter Tag ist das gewesen für, ja, unser Team. Kann man auf jeden Fall so sagen. Direkt die nächste Partie war gegen Southend. Und das ist ja ein Team, das auf dem zweiten Platz steht in der Liga hinter uns. Und es war das Spiel in der J-Paint Trophy. Und ich war irgendwo sowas schon wie sowas Halbfinalmäßiges, so habe ich gelesen. Also das sollte schon ein wichtiges Spiel sein. Wir waren schon relativ weit in dieser J-Paint Trophy. Aber es ging nicht gut los. Unsere ersten 2 Chancen waren dicke Chancen. Aber wir konnten den Ball nicht verwandeln. Nächste Chance dann über Guerrero. Der findet in der Mitte Harvey, aber auch der bekam den Ball nicht ins Tor. Stattdessen immer weiter waren wir es, die das Spiel machten. Also Southend konnten ihren zweiten Platz hier nicht wirklich zeigen, dass sie Zeit waren. Stattdessen Guerrero fast mit seinem zweiter Versuch für ihn. Erster war Pfosten, zweiter jetzt knapp daneben. Und von daher, ja, irgendwie wollte es nicht funktionieren. Stattdessen 45. Minute und dann Southend da, Pfosten und Linie. Und das war die Riesenchance, uns hier in Rückstand geraten zu lassen. Und dann wurde Southend auch wirklich erstmal besser. Nächste Chance nach dieser Flanke. Und da muss Cole auch schon eingreifen.
Und ja, es ist auch so, dass Cole vielleicht noch eine wichtige Rolle spielen könnte in diesem Spiel. Stattdessen erstmal jetzt die nächste Chance für Blizzard diesmal. Aber wieder der Keeper auf dem Posten und wir rannten an und rannten an. Ich wollte, wenn möglich geht, ja, halt keine Verlängerung oder so ein Schmarrn haben. Aber wie ihr seht, erstmal verletzt sich Luke Young oder wie auch immer, ich weiß immer noch nicht, wie der mit Vornamen heißen. Vielleicht auch Lee. Young verletzt sich auf jeden Fall erstmal und daher mussten wir wechseln und wir waren dann auch schon in der Verlängerung, wo Morgan wieder daneben schießt. Auch der ist schon 500 Millionen Spiele ohne Tor. Also irgendwie unsere Stürmer, bis auf LeCoin, der scheint diese ganze Unsicherheit unseres Sturms auszunutzen und als einziger zu treffen, denn Morgan mit der Riesenchance in der 100. Minute, das hätte es sein müssen, aber auch dieser Ball geht nicht rein und von daher weiterhin, ja, mussten wir zittern und so kam es dann, wie es kommen musste, Elfmeterschießen gegen Southend United, irgendwie die logische Konsequenz beim ersten gegen den zweiten. Auch wenn wir, ich würde nur sagen, mehr als ein Tor verdient gehabt hätten. Ja, es geht so los, dass jeder den ersten macht. Das war schon ein ganz, ganz starker Elfmeter, direkt an den Innenpfosten gesetzt. Jeder hat also den ersten gemacht. Dann Marvin Morgan trifft er wenigstens den Elfmeter, wenn er schon nicht im Spiel trifft. Marvin Morgan trifft vom Elfmeterpunkt. Und deshalb weiterhin alles gut für uns. 2 zu 1, nächster Schütze von ihm. Und Cole im Tor. Könnte natürlich jetzt hier der große Held werden, aber auch der ganz, ganz stark geschossen. Also es sind auch so Aktionen, wo ich weiß, dass es auch ohne nicht klappen, auch wenn ich in die richtige Ecke gesprungen wahrscheinlich eng geworden wäre. Bocco, auch der ist drin und damit 3 zu 2. Und jetzt wurde es natürlich schon spannend, denn wer als erstes verschießen sollte, hat hier schlechte Karten. Aber Southend wollte mir diesen Gefallen nicht tun. Weiterhin 3 zu 3. Also es wurde wirklich ein Krimi jetzt, denn jetzt ging es los. Lane, der Junge, trifft nicht. 17 oder 18 Jahre jung, gerade mal. Der Druck war groß und jetzt hat Southend natürlich alles in der eigenen Hand und tritt an Southend und wir haben den Ball. Cole ist unten. Es bleibt weiterhin beim 3 zu 3 und alles bleibt weiterhin ganz, ganz eng und damit die nächste Chance. Und auch dieser Ball geht nicht rein. Oh. Das heißt, wenn jetzt der Gegner traf, wären wir raus. Cole allerdings verhindert diese Flamme, also keine Blamage, aber diesen Verlust. Und deshalb war wieder alles offen. Also jeder hat die letzten zwei verschossen. Ich hatte schon wirklich Muffensausen, dass ich das nicht schaffe. Rackford, der ausgeliehene Linksverteidiger, trifft dann. Und deswegen hatte jetzt Southend alles auf ihrer Seite. Also sie mussten treffen. Aber Cole hatte Glück. Der Ball geht an den Pfosten. Und damit haben wir am Ende uns mit einem ganz, 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 ganz glücklichen und ganz glücklichen Elfmeterschießen hier durchgesetzt. Also wirklich drei Fehlschüsse in Folge von Southend, wo wir schon so gut wie draußen waren zweimal. Also da hatte mehr Busy Glück, muss man ja zugeben. Uns soll es egal sein, wir stehen in der nächsten Runde der J-Penn Trophy. Keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt, ob wir jetzt im Finale stehen oder ob wir ein zweites Halbfinale spielen müssen oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es sehen. Aber zunächst einmal wollten wir heute auch noch ein einziges Spiel in der Liga wenigstens absolvieren. Und vor allem jetzt, wo Ruben Reed endlich wieder trifft, vielleicht trifft er ja dann auch mal wieder in der Liga. Wäre na schönlich schön. Aber es gab noch eine Sache zu sagen. Und zwar war das hier ein Spiel, wo ich überhaupt nicht wusste, ja, was hier überhaupt los war, denn es waren die komischsten Verhältnisse, die ich jemals hatte. Ihr seht schon, komplett in Schatten gehüllt das Stadion, bis auf ein einziges Drittel, das nicht ins Dings gehüllt war, in Schatten, sondern in der Sonne lag. Und deswegen waren auch die Körperfarben von allen Spielern richtig, richtig seltsam. Und es war an sich einfach kein schön zu spielendes Spiel. Wir gingen trotzdem früh in Führung, was natürlich in dem Sinne schon mal eine Erlösung war, denn ich musste nicht unbedingt dieses Ganze hier lange spielen. Also das Spiel ging natürlich genauso lang wie sonst, aber es war nicht schön, das Ganze hier zu bespielen, muss man sagen. Denn wenn man ehrlich ist, ja, wenn die Spieler andere nicht normale Hautfarben haben und stattdessen irgendwie, ja, ihr seht, glitzern und ist einfach auch schwer zu sehen, war für mich, wo der Ball ist im Schatten.
Und dann immer diese Verhältnisse in den Schatten, in die Sonne zu wechseln, das war keine schöne Sache. Und deshalb, ja, wollte ich eigentlich auch so wenig wie möglich Highlights zeigen, denn auch, ich glaube, für euch ist das etwas verwirrend, wenn das Ganze im Schatten nicht wirklich gut zu erkennen ist. Der Gegner hatte eine gute Chance, aber so richtig waren wir doch die bessere Mannschaft. Matt LeCoint, 2 zu 0. Der Treffer, und damit sah es jetzt hier natürlich schon sehr, sehr, sehr gut aus, dass wir auch den Sieg in der Liga einfahren könnten und damit ja auch heute in dieser Episode alles drei gewinnen können. Eins durch Elfmeterschießen, eins locker im Pokal, 3 zu 1, und jetzt stand es hier ja auch schon 2 zu 0, also es sah gut aus. Lecointe und Obadi hatten getroffen, also war die Frage, wo war Ruben Reed? Zunächst aber stellte sich natürlich auch die Frage, ob unser Gegner auch noch was im Petto hatte oder ob es tatsächlich so eine lockere Kiste werden sollte, wie es zurzeit aussah. Und die Antwort folgte direkt nach unserem 2 zu 0, denn es stand nur noch 2 zu 1. Also es wurde tatsächlich wieder eng, denn ja, der Gegner hier mit einem klasse Angriff und einem perfekt abgeschlossenen Konter, kann man nicht anders sagen, den konnte ich kaum verteidigen. Und deswegen war jetzt die Frage, wo ist Ruben Reed? Und Ruben Reed zeigt direkt, wo er ist. Denn auch in der Liga ist der Bann jetzt endgültig hoffentlich gebrochen. Und ich kann euch versprechen, er ist endgültig gebrochen. Ihr werdet gleich noch sehen, was ich damit meine. Denn Reed, das macht er wirklich schön. Schöner Ballroll-Dragback und das Tor zum 3 zu 1. Und damit war die Vorentscheidung natürlich gegeben. Stattdessen bringen wir Ruben Reed wieder in Position. Und das ist der Doppelpack für Ruben Reed. Das ist natürlich ein traumhafter, ja, ein traumhafter Bruch seines Fluches. Zwei Doppelpacks heute in dieser Episode sollte natürlich die Entscheidung hoffentlich sein. Und also die Entscheidung einmal, weil es 4 zu 1 stand, und zweitens mal, dass er jetzt wieder voll funktionsfähig für uns im Angriff spielt, 86. Minute. Und ja, eine Chance sollte er tatsächlich noch bekommen. 94. Minute, die Chance tatsächlich hier noch den Hattrick zu machen, und so meldet man sich aus einer Torkrise zurück. So und nicht anders. Hattrick von Ruben Reed, Doppelpack im ersten Spiel, jetzt ein Dreierpack, das heißt, jetzt hat er wieder 5 Tore in den letzten 2 Spielen gemacht. Damit kann man endgültig nicht mehr von Reeds Krise sprechen. Wunderbar geht er hier alleine durch, und der Abschluss in die kurze Ecke. So kennen wir ihn und so lieben wir ihn. 5 zu 1 am Ende gegen Scunthorpe United, die sich natürlich als ja, leichtes Opfer am Ende rausstellten. Ruben Reed, 3 Tore. So lässt sich das natürlich wieder leben. Und so stehen und die Chancen für uns wieder deutlich besser als in letzter Zeit, dass wir auch am Ende tatsächlich irgendwie ja, doch ganz oben landen und es nicht so schlecht dastehen. Aber wir wollten, weil es auch endlich mal wieder Zeit ist, uns den Teambericht ansehen, mal wieder, und sehen, dass sich da ein bisschen was getan hat. Bei den meisten Spielern steht eine plus 2 zum Beispiel. Hector Bellerin auf 58, Trotman auf 62. Da Nelson, vielleicht unser größtes Talent hinten, auf jeden Fall in der Defensive, auf 60. Rackford nur ausgeliehen und eigentlich auch kein Stamm mehr bei, also kein Stamm bei uns. Alessandra, 61. Bencherif, der zurzeit den verletzten Young ersetzt auf dieser Position. Dann Hurricane auf 63. Obadi auf 65 oder 64. Dann LeCoin 57. Ruben Reed 62. Dazu noch eine immer noch gute Statistik, 16 Spiele, 17 Tore, kann man nicht meckern. Tyler Harvey, den ja der vom Potenzial her unser größtes Talent sein soll, auch immerhin schon um plus 2 nach oben gegangen. Also man kann generell wohl sagen, dass bei den meisten von unseren Spielern sich schon eindeutig deutlich was nach oben getan hat. Noch nicht so ganz übertrieben, wie ich es mir gerne wünsche, junge Lane auf 48. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch mit der Zeit. Anders kann es ja auch nicht passieren, als mit der Zeit noch irgendwas passieren. Aber wir geben dem Ganzen natürlich weiterhin hoffentlich ihr auch Zeit und sehen einfach mal, wie das Ganze entwickelt. Wir haben leider jetzt zwei Verletzte mit Luke Young und Andrew Blackman, die jeweils 2 Monate jetzt noch fehlen. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber ja, ist gerade noch so zu verkraften. Wenn Ruben Reed jetzt ausfällt, wäre es zunächst einmal schlimmer. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich eine Bewertung von euch freuen. Wenn es so weitergeht wie in der letzten Episode, wäre schon sehr, sehr geil mit dem Support. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dahin, Leute. Tschüss.